Moin, moin, meine aktive Freunde. Hier ist ein kleines Video zum Artikel 13, was ja jetzt dafür gestimmt wurde, wo sich die liebe CDU und CSU so gut engagiert habt. Ey, habt ihr toll gemacht, ganz ehrlich, Alter. Ich wollte nur sagen, wie hart muss man einen Abgeordneten fisten, ja, um so einen Scheiß wie Artikel 13 zuzustimmen. Ich möchte jetzt hier nicht beleidigend werden, aber langsam werde ich beleidigend, weil ganz ehrlich, lieber Herr Voss, ist es mir scheißegal, ob Sie dieses Video striken oder ob ihr, oh, Herr Butz, der hat mir mal meine Meinung gegeigt, Alter. Du elendiges Stück Scheiße. Ganz ehrlich, Alter, hätte ich eine Schrotflinte hier, würde ich dir so lange das Gesicht damit rasieren, bis du nicht mehr gucken kannst, ganz ehrlich. Ich bin genauso dafür, dass nicht jeder Scheiß hochgeladen wird, den man findet. Und ich bin auch dafür, dass man ein bisschen bei YouTube ein bisschen mehr darauf aufpassen sollte, was man hochlädt. An Content von irgendwelchen anderen Firmen oder von irgendwelchen Musikern und sonstiges. Bin ich auch dafür. Aber wurde doch von YouTube alles gemacht. Ganz ehrlich, es wurde alles gemacht. Dass, wenn irgendwie ein Verstoß gegen irgendein oder ein Verstoß in irgendein Video, weil da so und so Musik dabei war, wurde dieses Video halt gestrikt. Und nur um euch Arschfickern, wie bei der GEZ-Steuer, ja, oder bei der GEZ wieder zu bereichern, ja, ganz ehrlich, liebe CDU und CSU, lieber würde ich mir selber mit beiden Fäusten mir einen Analfist geben, als euch kleinen Homos eine Stimme von mir zu geben. Und ich möchte allen Gamern auf dieser Welt, die dieses Video sehen, sind nicht viele, aber ich würde allen empfehlen, diese elendigen, gefickten Arschköpfen nicht zu wählen. Die Wahlen stehen vor, ganz klar. Wollten so nochmal schnell so, ja, Alter, bevor die Wahlen kommen, dann machen wir das eben, ne? Weil man kann uns ja nicht hart genug fisten danach. Haben sich gedacht, boah, machen wir das mal. Und ja, liebe CDU, ich würde mal sagen, der Selbstzerstörungsbutton habt ihr schon gedrückt. Ich denke mir mal schon, dass ihr das noch mitbekommen wird, was YouTube jetzt mit euch macht. Ganz klar. Ich bin auch total dafür. Ich bin für wählt nicht die CDU oder CSU, weil ganz klar diese weiß ich nicht, Rasur, die sie mit uns abgezogen haben, diesen Artikel 13, ist einfach unter aller Sau und zerstört einfach sozusagen die Motivation oder ich will jetzt nicht Lebenswerk sagen, aber die weiß ich nicht, diese Meinungsfreiheit, dass man auf YouTube halt das aussagen kann oder das aussagen möchte, was man will. Und das ist dieses Thema, was mich einfach nur so abfucken tut. Ganz ehrlich. Ohne irgendeinen Schauspieler oder irgendeinen Sänger irgendwie auf den Fuß zu treten. Aber ganz ehrlich, wenn irgendein Montana Black, Allotrix, von mir auch Pete's Meat oder weiß ich nicht, wie die alle heißen, irgendeine schwule Hurensohn-Musik von euch in den Stream zu schicken, seid auch doch mal für die kostenlose Werbung mal geehrt, Alter.
wie viele Leute sich diesen Song dann anhören und sagen, oh, das hört sich gar nicht mal so schlecht an, dann frage ich mal den Typ oder guck, wie der Song heißt kauf mir vielleicht die CD. Und natürlich sind auch viele dabei, die sagen, Alter, ja, dann tue ich mir das halt bei YouTube runterladen. Es gibt ja genug Sachen, die man die Möglichkeit hat, sich bei YouTube runterzuladen. Ist es halt so. Ich selber habe genug CDs zu Hause. Ich habe so viele CDs, Alter, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Einfach nur finde ich so lächerlich dumm, ja, dass die nicht eher sagen, okay, die verbieten halt fremde Musik oder sagen wir mal irgendwelche Kunstdinger auf YouTube hochzusetzen. Nein. Die verbieten einfach instinktiv alles damit. Und auch wenn ich euch jetzt irgendwie damit nicht helfen kann oder so, ne? Wie gesagt, die Wahlen stehen vor, wählt diese behinderten Arschficker nicht. Ich werde es nicht machen. Von mir aus wähle ich die Linke und die Rechte und weiß ich nicht, wie viele Nazi-Parteien, bevor ich einen Fuß auf den Wahlen setze und die meine Stimme gebe. Es ist mir scheißegal, ob die dann irgendeinen guten Vorsatz haben. Alleine aus dem Grund, dass sie mit in Artikel 13 uns so hart anal nehmen wollten, ganz ehrlich, würde ich sagen, fuck auf die CDU, auf die CSU und fuck auf alle anderen Parteien, die mit zugestimmt haben. Und ganz ehrlich, mehr kann ich da nicht zu sagen, Alter. Mehr habe ich auch keinen Bock dazu sagen. Ich habe mir eben, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wir haben jetzt, wir haben jetzt fast 1 Uhr. Ich habe mir das eben gerade noch angeguckt von Pete, von New, Herrn Newsom. Den werde ich auf jeden Fall verlinken, das eine Gespräch. Und würde auch sagen, Alter, gönnt euch den. Und ja, mehr kann ich da nicht zu sagen, weil ganz ehrlich, was sind das für Spastis. Und alle, die dafür sind oder für dieses Video sind, lasst doch mal einen Daumen nach oben da und schreibt mal weiß ich nicht, in dem Chat, was ihr davon haltet. Oder in den Kommentaren hier. Ganz ehrlich, Alter, ich würde sagen, wir Gamer oder wir YouTuber oder wir Gemeinde, wir sind stark genug, um diesen Leuten einfach zu zeigen, was eigentlich Sache ist. Und macht mit. Schreibt in den Kommentaren, lasst es regnen, Alter, lasst die Kommentarbox regnen und ich hau jetzt raus, euer Boots Gaming und wie gesagt, in die Kommentare schreibt, ciao!